Wobei es hier, hier gehen die Runden ja ein bisschen länger, ist mit den Punkten einfach zu überschauen. Ja, denn wir werden 5 Runden spielen, maximal. Also wir machen ein Best of 5. Das bedeutet, wer zuerst 3 Punkte hat, wer zuerst dreimal richtig lag, der hat dieses Spiel gewonnen. Also es gibt 5, das sage ich euch jetzt schon mal, 5 Videospielcharaktere zu erraten. Wir bleiben diesmal komplett bei den Videospielcharakteren. Das schon mal als kleine Hilfestellung. Es Okay. ist anfangs, ich denke, es ist jetzt, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht so hoch. Die letzten 2 vielleicht schon ein bisschen spezifischer. Aber mal gucken, ob es dazu kommt. Denn wie gesagt, wer zuerst 3 Punkte hat, der entscheidet dieses Spiel für sich. Bei Wer bin ich? Na, Wie dann mal gucken. wird Alles klar. gespielt? Wenn jetzt jemand an der Reihe ist, das wird in dem Fall Max sein, weil er zurückliegt. Der ist zuerst dran. Du wirst einfach fragen, bin ich immer mit der Frage, dass ich auf Ja oder Nein antworten kann. Das ist die Ja. wichtige Regel. Okay. Wenn ich Ja sage, dann bist du weiterhin dran. Sobald du das erste Nein bekommst, ist der Gegner dran. Okay. Und das geht immer so weiter. Also ein Ja bedeutet immer, dass ihr noch weiter fragen dürft. Wenn ihr meint, die Person zu wissen, müsst ihr dann auch warten, bis ihr dran seid. Und dann könnt ihr versuchen zu lösen. Ihr könnt unendlich oft versuchen zu lösen. Okay. Also eigentlich Okay. ganz gediesche. Gute. So. Okay, gut. Und seht es mir bitte nach. Eventuell muss ich manchmal einen kleinen Fact-Check machen, weil ich kenne die Person natürlich, um die es heute geht, aber ich kenne sie auch nicht in- und auswendig. Wenn ihr sehr spezielle Fragen habt, muss ich vielleicht erst mal gucken. Ja, gut, das kann vorkommen, ja. Ja, aber gut, schauen wir mal. Hat ja bis jetzt immer ganz gut geklappt. So, okay. Und wie gesagt, für den Chat werde ich hier hin und wieder was reinschreiben, damit ihr ein bisschen mitraten könnt, damit es ein bisschen einfacher für euch ist. So, Simpsons, da würde ich aus. Oh nee, Simpsons, da wäre ich aber auch nicht so gut drin. Also, ist schon ewig nicht mehr geguckt. Nee, Ja, wahrscheinlich sind es eh Charaktere, die ich gar nicht kenne. nee. Das kann auch noch vorkommen, ja. Okay, Leute, dann wäre ich soweit. Habt ihr noch Fragen? Nö, ich Nö. habe keine. Alles klar. Dann darf, wie gesagt, Max beginnen mit Charakter Nummer 1, der gesucht ist bei Wer bin ich? Bin ich weiblich? Nein. Bist du ein Mann? Ja. Bist du auf der PlayStation zu Hause? Ja. Bist du in einem Horrorspiel? Nein. Okay. Bin ich auch abseits von Videospielen anzutreffen? Nein. Bist du ein neues Spiel, ein neuer Charakter? Bitte nochmal. Bist du relativ neu? Nein. Mhm. Bin ich auch auf Nintendo? Ja, ich gebe mal ein Ja, aber du hörst mein Zögern, also nicht so sehr drauf Ja, versteifern. In dem Fall nicht so sehr drauf ja. versteifern, nur als allgemeiner Okay, Tipp, ne? verstehe. Bin ich wieder dran, oder? Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Was würdest du jetzt sagen? Es ist ein Ja, also bist du weiter dran. Dann machen wir weiter. Ja. Okay, alles klar. Ich bin eher Antagonist. Ein Antagonist? Ja. Nein. Moment, kurze Klarstellung im Chat. Könnt ihr es echt nicht lesen? Also ich kann es sehr gut lesen. Eigentlich. Das Schwarz auf Blau. Wann beginnt denn neu? Was meinst du, Pandera? Also der Charakter muss erraten werden. Es geht so lange, bis er erraten ist. Kannst du auch lesen? Okay. Ja gut. Dann lasse ich so. Gut. Okay.
Okay, dann kannst du weitermachen. Also jetzt Marc, ne? Okay. Bist du Teil eines Teams? Eher nein. Okay. Wird schwer. Ja, ich habe bisher keine Ahnung. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich in einem Jump'n'Run? Nein. Besitzt du ein Fahrzeug? Nein. Bin ich spielbar? Ja. Okay, das ist schon mal gut. Sind in meinem Spiel, wo ich vorkomme, auch andere spielbar? Eher nein. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber die Tendenz ist nein. Okay. Benutzt du Waffen? Ja. Benutzt du Schusswaffen? Ja. Hast du von denen mehr als eine? Ja. Okay, ich glaube, ich hab eine Idee. Kämpfst du gegen Aliens? Nein. Ah, ich hatte so eine Vermutung. Bin ich Solid Snake? Das ist korrekt. Einfach gelöst. Es ist jetzt aufgrund dessen, er hat mir den Hinweis gegeben wegen Schusswaffen. Deswegen kam ich da drauf. Ja, das ging jetzt doch auf einmal hoch. 1-0 für Max an der Stelle. Es war Solid Snake, richtig. Das war, da muss ich indirekt sagen, ich wäre mit Waffen nicht drauf gekommen. Aber hätte Marc das nicht gefragt, ich habe ja hier Notizen und eigentlich blieb nur noch das übrig von dem, was mir einfiel. Ja. So nice. Ich hätte mal, man hätte noch fragen, so hast du einen Karton dabei? Ja, das wäre auch gut. Dann wüsste ja. Du das. Ah, ich habe, glaube ich, oh nein, ist das, mal kurz was nachgucken. Pandera, hast du die Punkte schon reingeschrieben? Es kann sein, dass ich das Falsche eingebettet habe. Muss man nochmal kurz nachgucken. Aber das klang für mich, als hättest du nicht gedacht, dass das jetzt kommt. Also. Ja, dass gleich die Lösung kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht, das stimmt. Ah, doch, müsste das Richtige sein. Ja, ich habe halt immer mitgeschrieben, auch bei ihm. Ich wär ja schön blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. So, Moment. Okay, ich habe mal eben gemacht, weil Pantera ist anscheinend gerade nicht da. So, 1-0 für Max. Okay. Alles gut. So, okay. Ach so, okay. Hast nicht verstanden. Ja, Max hat gerade gelöst mit Solid Snake, deswegen. Kein Problem. Alles gut, Leute. Macht euch keinen Stress. Zusammen schaffen wir das. Ja, es locker angefangen hier mit einem Hauptcharakter. Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen schwieriger, wir werden sehen. Da Max in Führung geht, darf jetzt Marc anfangen. Gut. Bist du eine Frau? Nein. Bin ich ein Mensch? Nein. Bist du ein Tier? Ja. Bist du ein Waschbär? Nein. Das Spiel, in dem ich spiele, ist schon etwas älter. Ja.
Ich bin auf bei Nintendo zu Hause. Ja. Ich bin ein Protagonist. Ja. Ich bin spielbar. Ja. Ich bin Donkey Kong? Korrekt. Was zur Hölle? Okay, okay. Das war jetzt zufällig. Dadurch, dass Nintendo Protagonist spielbar, das ist der erste, der mir einfiel. Respekt, dass ihr so schnell ja, aufs Tier gesprungen seid. Weißt du, was ich die ganze Zeit gedacht hatte? Ich dachte, es wäre Fox. Fox McCloud. Ah. Das wäre der nächste, an den ich gedacht hätte, ja. Aber Donkey Kong ist der erste, an den ich dann denke. Aber Fox McCloud, klar, ist ja auch. Ja, schade, aber Glückwunsch. Ja, danke. Aber noch habe ich die Runde nicht gewonnen. Aber jetzt sind Matchball-Spiele schon angesagt für Max. So schnell kann es gehen. Mensch, ich hätte vielleicht auch das größere Runde machen sollen. Aber okay. Jetzt ist es zu spät. Aber ich kann euch versichern, dass das nächste deutlich schwieriger wird. Da ja, du bin hast ich ja mir schon gesagt, eins wird richtig lang dauern. Also von daher... Ja, eine der weiteren Spielrunden wird definitiv lange dauern, das stimmt. Aber jetzt hier, das dritte, da wäre ich verblüfft, wenn ihr da sehr schnell draufkommt. Ich bin gespannt. Marc, du darfst anfangen. Okay, bist du ein Mann? Ja. Erzögliches Ja, okay. Bist du Teil eines Teams? Eher nein. Ja, wohl. Ah, schwierig, schwierig. Ich sag doch mal ja. Okay, also Team, ne? Mehr oder weniger Team. Tja. Bist du auf der PlayStation zu Hause? Ja. Benutzt du Waffen? Ja. Okay. Bist du allein unterwegs? Also, naja. Nee. Ja, manchmal, manchmal, ja, ja. Oh, das ist schwer, okay. Okay. Ja, bist du ein Shooter? Nein. Ah, okay. Bin ich auch abseits von PlayStation zu Hause? Ja. Bin ich ein Mensch? Nein. Okay. Also bist du ein Tier? Nein. Auch nicht. Ich komme von einem anderen Planeten. Nein. Okay. Das ist wirklich schon ein bisschen kniffliger, ne? Ja. Was kann man denn noch fragen? Musst du ein Level abschließen? Nein. Okay. Bin ich ein Bossgegner? Nein. Tja. Was haben wir denn noch? Das ist gar nicht so leicht, ey. Ja. Hier habe ich auch noch keine Idee. Sind neben dir noch andere spielbar? Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Das hattest du nicht und die Antwort ist ja.
Ah, andere sind spielbar, okay. Geht es bei dir um Zeit? Eher nein. Okay. Ich bin aus einem Prügelspiel. Nein. Besitzt du eine Lebensanzeige? Ich glaube, nein. Guck lieber nach, wenn du dir unsicher bist. Nee, keine Lebensanzeige, nee. Okay. Kann man dich craften? Dich aufwerten? Kann man... Also... Deine Frage, nicht meine. Sagen wir es mal so, es wird nicht thematisiert, deswegen sage ich mal nein. Das ist gerade echt heftig. Keine Lebensanzeige. Bin ich erschaffen? Ja. Bin ich der Hauptprotagonist? Ja. Also schwer zu sagen. Ja. Aber ich gebe dir mal das Ja an der Stelle. Okay. Ich habe da eine Vermutung, aber mal sehen, ob sie richtig ist. Der kann es nicht sein. Ich sag's mal einmal, nur damit es weg ist. Ich bin Crash Bandicoot? Nein. Okay, dann hätte mich jetzt auch gewundert. Wäre gut. Tier gewesen, oder? Ja, aber auch erschaffen, tatsächlich. Ah ja, okay. Bist du aus Resident Evil? Nein. Ah, shit. Bin ich aus Silent Hill? Nein. Handelst du in einer düsteren Atmosphäre? Naja. Geht so. Geht so. Eher nein. Also, ist halt schwierig zu sagen, aber Tendenz nein. Ich habe echt überhaupt keinen Plan. Andere Teammitglieder sind alle männlich. Nein. Aber grenzt dieses Team mal ein bisschen aus. Ihr denkt in die falsche Richtung dann anscheinend. Okay. Musst du auch Rätsel lösen? Eher nein. Boah, wer könnte das? Bin ich in 3D? Ja. Okay. Bin ich ein Drache? Nein. Ach nee, Quatsch, das wäre auch kein Team. Okay. Benutzt du Fahrzeuge? Ja. Okay. Ist dein Fahrzeug ein Raumschiff? Nein. Bin ich auf der PlayStation 1? Nein.
Benutzt du einen Jeep? Nein. Bin ich auf der PlayStation 2? Jetzt geht alle durch. Nein. Damit ich es besser eingrenzen kann, ich muss es machen. Ja, ist klar. Aber nein. Ich versuch's einfach mal. Bist du Alan Wake? Nein. Das hätte mich jetzt auch gewundert, muss ich sagen. Hätte aber auch so ein bisschen gepasst. Naja, aber wir haben auch gesagt, kein Mensch, deswegen. Ach so, naja, ist er kein Mensch, er ist voll. PlayStation 3, also bin ich da? Nein. Okay, also relativ neu. Gibt es für dich Achievements? Ja. Ah. Okay. Boah, ich hab nicht mal... Nee. Besitzt du eine Art Inventar? Muss kurz überlegen. Nein. Mein Spiel war relativ erfolgreich. Ja. Ich bin auf der PS4. Ja. Ich kann mit anderen Spielern, die das Spiel spielen, interagieren. Du meinst mit echten Spielern? Ja, ja. Nein. Gut. Musst du auch Minispiele machen? Eher nein. Eher nein. Ja, PlayStation. Ja, ich bin in einem Action-Adventure. Ja. Action-Adventure. Ich benutze eher die Fäuste als die Waffen. Nein. Boah. Ja. Ah, eine schöne große Runde, so wollte ich das. Ich habe schon Angst gehabt, ihr speedet da durch, ey. Das Schöne, nee, wer bin ich? Meinst du wegen den anderen beiden gerade, ne? Gibt es für dich Kostüme? Also anderes Outfit? Eher nein. Auch nicht. Das ist echt schwer jetzt. Ja, ja. Ich glaube, ich bin in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Ja, vor allem die Tatsache, kein Mensch. Das macht mich so kirre. Es könnte natürlich... Bin ich irgendeine Form von Monster? Ich sag's mal genau so. Nein. Gibt es bei dir Ränge, also A bis D? Du meinst Ränge? Ränge? Mhm. Mhm. Nein. Bist du Devil May Cry? Nein. Ah! Das hätte ich schon vorher ausschließen können, tatsächlich. Es gab mich aber schon vor der PS4, nur in anderen Spielen. Nein. Okay. Gibt es dich auch auf anderen Plattformen zusätzlich? Ja. Ja, okay. Ich schau mal ganz schnell nach, um sicher zu gehen. Einen Moment. Ich meine schon. Ah.
Aber wenn er ein Tier ist. Ein männliches Schreib Tier. Doch. Ja. Männliches Tier. Ja, andere Plattform bestätigt, ja. Okay. Muss man dich bekämpfen? Nein. John McCloud hat dieses Spiel gestreamt. Ja. Okay, das schließt sich schon mal ein bisschen ein, jedenfalls. Es war ein Wunschprojekt. Nein. Wenn er ein Tier ist, aber Waffen benutzt und auf der PlayStation zu Hause ist. Das könnte ja alles sein, ey. Knifflig. Könnte man dann noch wissen? Du bist ein relativ großer Charakter. Nein. Auch nicht. Ich habe eine Brille. Nein. Du bist ein Netter. Ja. Ja, okay. Das ist schon mal, das muss ich mir machen. Musst du Quests annehmen? Nee. Auch nicht? Ich bin aus einem Jump'n'Run. Nein. Bist du aus einem Prügelspiel? Nein. Auch nicht. Das hatte ich schon, ja. Ja, okay. Das sind so viele Fragen hier. Ja. Ja, ja, ihr könnt euch Notizen machen. Das... Mein Zettel ist gleich voll hier. Ab 50 Fragen gibt es einen Tipp, ne? Ich kann euch nur so viel sagen, dass ich mir relativ sicher bin, dass ihr beide das Spiel kennt. Also das gilt für alles, was in der Runde drankommt. Ihr solltet eigentlich alles kennen. Namco hat dieses Spiel entwickelt. Nein. Was gibt's denn noch? Du erkundest ein weitläufiges Areal. Ein weitläufiges Areal? Mhm. Nein. Auch nicht. Ich bin ein Roboter. Ja. Auch. Ich bin aus Portal? Nein. Okay. Bist du aus Bioshock? Nein. Gottes Willen. Hat sich Zocker, Eule oder Conny dieses Spiel gewünscht? Ach du liebe Zeit. Nein, nein. Du, mir fällt da gerade nämlich ein Spiel ein, was darauf zutreffen würde. Deswegen Ach so, gut. Nee, hat sie nicht gewünscht. Hast du Helfer dabei? Ja. Okay. Helfer. Aber sehr zögerlich. Ja.
Was könnte es sein, ey? Wer könnte es sein? Gibt es dich auch in Zeitschriften? Nein. Gibt es dort die Comics oder sowas? Nein. Okay. Gottes Willen, es gibt... Dings kann ruhig eine Frage machen. Ich bin noch am Überlegen gerade. Wenn du freiwillig abgibst, okay. Ja. Ich überlege auch. Aber langsam haben wir alles durch, ne? Kämpfst du gegen andere Roboter? Ja. Okay. Bist du aus Battletech? Nein. Ah. Das kenne ich nicht mal. Ja, oder Mech Warrior. Ich interagiere aber mit Menschen. Ja. Okay. Bist du aus dem Star Wars Universum? Nein. Ah, okay. Hätte auch. Spiel ich denn Star Wars? Also bitte. Ja. Bin ich kein aus Binary Domain? Nein. Gibt's denn da noch? Hast du mehrere Leben? Naja. Ja. Eigentlich eher nein. Okay, also hast du nur ein einziges Leben. Mein Spiel hat durchaus auch Horrorelemente. Eher nicht. So vereinzelt vielleicht, aber tendenziell nein. Okay. Ich habe jetzt eine starke Vermutung. Also du kannst gerne fragen, wenn du möchtest. Ich überlege ja. Einfach. Also, ich formuliere die Frage anders. War ich einst Diener eines Künstlers? Boah. Ich glaube, da müsste ich mit Ja antworten. Okay. Bin ich Marcus aus Detroit Become Human? Nein. Also bist du kein Android? Nein, also ich muss dir widersprechen. Okay. Auf die Aussage. Okay. Also ist er einer. Wie hieß denn der andere noch? Bin ich Connor aus Detroit Become Human? Richtig. Okay. Krass.
ist er jetzt der Nächste. Weißt du, wie ich eben drauf gekommen bin? Plötzlich? Ich hab mich umgedreht und guck in mein Regal. Und was liegt da? Detroit Become Human. Ja, was für ein Glück. Ja. Gehört dazu, ne? Respekt an EOBand, die hat's unglaublich früh erkannt. Was, ey. Echt? Alle anderen haben da noch länger geraten, aber dann ist langsam der Groschen dann doch gefallen. Fiel mir ein, na klar, das. Aber klar, da ist aber. Bei denen ist das Team wirklich so ein bisschen kompliziert zu denken. Hm. Ich weiß, was du meinst. Ja, er hat. Am Ende schließen sie sich zusammen, aber eigentlich sind das Stories für sich. Ja, und davor hat er halt noch seinen Partner gehabt, deswegen habe ich gesagt, es geht nicht so auf das Team, ne? Weil ich habe schon gemerkt, ihr habt ein bisschen anders gedacht. Best man ever, Hank. Ja, Hank, genau. Kann er auch nett sein wie böse, ne? Also die interaktive Geschichte da. Das ist für mich sowieso der geilste Charakter im ganzen Spiel. Hank. Ja, Bild Hank von Clancy Brown. Mhm. Ziemlich bekannt, stimmt. Ja, Glückwunsch, Max. Das bedeutet jetzt 3-0 und somit, eindeutig, wer bin ich hier gewonnen? Gut, da brauchen wir die anderen beiden auch nicht mehr spielen. Respekt. Nur, aber wir können ja fragen, was wären die anderen beiden gewesen? Es wäre noch gekommen Lulu aus Final Fantasy X. Hätte ich nicht gewusst. Das denke ich, hätte ich erraten, ja. Und Ashley aus Resident Evil. Okay, das hätte ich absichtlich falsch geschrieben, glaube ich. Aber Respekt, das habt ihr gut gemacht. Also vor allem Max hier. Neues. Ja, hat er gut gemacht. Danke. Okay, ja, das tut deinem Punktekonto auch sehr, sehr gut, möchte ich meinen. Die 5 Punkte gehen an dich. Somit kommst du wieder ran. So, jetzt wechseln. Müsste ich 6 haben, ne? Jawohl, es steht 6-9.